Ja, das ist schon motiviert. Super, ja. Lösung. Ach, hallo. Okay, ja, genießen. Das sind so die Punkte, die man gar nicht berührt haben möchte, ne? Ja. Muss von außen. Ein bisschen, ne? Von außen. Runter. Und dann dazu. Ja, nicht aus Wirbeln. Was hier von außen. Und runterziehen. Mit Schritt zurück. Ja. Die gehen sofort meine Arme wieder vor. Ah, okay. Ja, knackst das mit dem Schritt. Gerade. Mit diesem Versatzschritt. Ja? Mhm. Und vor. Vorsichtig, also? Ja. Geht? Ja. Schulter? Nicht mehr. Okay. Ja, muss ich dich mit hochkommen? Aha, tut weh. Okay. Wow.
Puh, warte. Ja. Dreh dich ein. Geht der hier rein? Ja. Ja. Du kannst lösen damit. Okay. Du musst aber mit der Hand den wegräumen und mit dem Arm gleichzeitig zum Hals. Ah, ja? Okay. Das heißt, wenn ich dich hier greife, eindrehen und jetzt wegräumen und zum Hals. Mhm. Ja? Also drücke ich im Prinzip. Das ist ein Paxer. Und mit dem Ellbogen gleichzeitig. Genau, Paxer und Paxer gleichzeitig. Der muss mir aus dem hinteren Teil der Schulter kommen. Okay. Genau. Ja, und dann kannst du sogar, jetzt stehe ich auf dem Fuß, dann sollst du noch einen Schritt machen. Ah, ne? Ja. Wenn du jetzt hochdrückst, schau mal, dann passiert das. Ja? Ah. Wenn ich hier bin, du drückst hoch, dann gehe ich unter dem Arm drunter durch. Mhm. Ja? Ja. Okay. Klammern, gerade aufrichten. Okay. Gut. Gut. Aufpassen. Ja. Mach deinen Faktor. Was vor? Kann ich mit der Schulter in deinen Ellbogen gehen? Ja. Und dann, ne, da ist der andere relativ immobilisiert.